Hallo, schön, dass ihr wieder mal reinschaut zu dieser neuen Folge The Witcher 3. In den letzten Folgen waren wir erst ein wenig auf Yennefers Spur, bis wir hier in das Dorf kamen und haben dann ein bisschen was dazu erfahren. Und damit uns jetzt der Anführer von der Nilfgaarder Truppe, die hier unterwegs ist, mehr erzählt, sollen wir erst den Greif beseitigen. Ich habe jetzt schon ein paar Spuren gesammelt, einen Köder gesammelt und soll jetzt erstmal mit Ja, Wesemir quatschen. was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Kreuzdorn habe ich schon. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Dann habe ich noch ein paar Informationen. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Bis dann. Bis später, Wesemir. Ich werde mich jetzt erstmal noch nach Nebenquests umschauen hier. Wenn mal die Katze meine Hand in Ruhe lassen würde und ich gerade Mutant. auslaufen könnte. So, war nicht hier vorne? Genau, hier war ein Anschlagbrett und da drüben Ich war noch ein weiß, da ist Nebenquest. der Greif und so. Aber was hältst du davon, wenn wir angeln gehen? Nehmen, 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 nehmen. Es gibt vieles Interessantes in den dichten Wäldern und dunstigen Sümpfen zu entdecken. Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheint Fragezeichenmarkierung auf deiner Minikarte, die möglich interessante Orte kennzeichnen. Begib dich an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie verbergen. Wir reden später Okay. darüber. Wo bist du, Bruder? Lesen. Wechsel mit AD zwischen ungelesenen Büchern und Schriftrollen. Wenn sie gelesen sind, werden sie dem Fenster Bücher im Kloster hinzugefügt. Mein Bruder Bastian ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an der großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt. Wie so viele, wie man berechtigt sagen mag. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn gewiss wenigstens begraben, wie es schon unsere Vorfahren getan haben. An der Seite unserer Eltern, anstatt ihn den Leichenfressern auf dem Schlachtfeld zu begeben. Ich suche also einen Tapferen, der das Schwert zu führen weiß und bereit ist, mit mir auf die Suche nach Bastien zu gehen. Viel kann ich nicht zahlen, da ich nicht viel habe, doch mit Dank werde ich nicht geizen. Wer mir helfen will, suche die zerstörte Hütte an der Straße nach Weißgarten auf, nahe der Brücke. Dort habe ich mein Lager aufgeschlagen. Dunwildenwert. Okay. Mit A und D. Dann hier. Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht nach deinem Befinden erkundige oder danach, wie es in den letzten Jahren ergangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns so bald wie möglich treffen. Reite nach Weitendorf bei Visima und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten. Weder ungeduldig noch sonst wie. Deine liebe Freundin Yennefer. PS, ich habe das Einhorn noch. Ach so. Ja, das war das, was wir schon länger haben, oder? Teufel beim Brunnen. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und wir haben alle schon genug Ärger, aber vielleicht kann jemand einem Vater in Not helfen. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckel erhalten. Aber beeilt euch, es ist dringend. Okay. Das war alles? Ja, das war alles. Aktualisierung von Quests. Nach einer deiner Quests aktualisiert wird, erscheint links auf dem Bildschirm eine entsprechende Mitteilung. Wenn du die aktualisierte Quest derzeit nicht verfolgst, drücke V, um sie zu verfolgen. Brillen? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Was soll ich machen zum Teufel? Was?
Diese Welt steckt voller interessanter Orte, voller Gefahren und Schätze. Dieser Ort sind auf der Minikarte mit folgenden Symbolen. Versteckte Schätze, verließ, Monsternest, hat man schon, Orte der Macht, Personen in Nöten, Kriegsbeute, Schmuggler, Versteck, bewachter Schatz, verlassene Städte, Banditenlager, Monsterlager. Okay. Toll. Hallo? Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. So gut. Das tut mir leid. Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück! Dann machen wir das mal mit dem Brandstifter. Suche mit deinem Hexersinn hinter der Schmiede nach Beweisen auf den Brandstifter. Huch, was ist denn jetzt passiert? Hinter der Schmiede, na, ich bin auch schlau. Was war davor? Achso. Ich mache mir eine Schleuder und jag Bären damit. Aufnehmen. Abgenutzter Lederbalk. Ich mache mir eine Schleuder und jag Bären damit. Nehmen. Tja, irgendwie. Ich mache mir eine Schleuder und jag Bären damit. Ach, dort ist her. Hm. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffe vorübergehend aufzuwerten, so bekommst du einen Bonus auf Schaden deiner Waffe. Genutzter Lederbalk. Was auch immer mir das bringt. Inventar vielleicht? Oh ja. Siehst du deine aktuell ausgerüsteten Gegenstände? Okay. Gegenstände, die sich aktuell in deinem Besitz befinden. Gegenstandsfiltern. Hier findest du Informationen zu den wichtigsten Charakterwerten. Ein Gegenstand auszurüsten, ziehe ihn vor deine Tasche, einen entsprechenden Platz oder führe einen Doppelklick darauf aus. Handwerkskomponenten, Questgegenstände, Lebensmittel, Objekte für Blötze, Öle, Tränke, Bomben, Waffen, Rüstungen. Beschreibung der Gegenstände vergrößern und verkleinern. X, um in der Vorschau anzusehen, wie ein Gegenstand an Geralt aussieht. Wow. In Vorschau kannst du dir auch ansehen, wie Geralt mit Gegenständen aussehen wird, die er noch nicht getragen hat. F drücken, um die Reihenfolge auszuwählen, der die Gegenstände angezeigt werden. C gedrückt oder drück C, um Wertefenster deinen Charakterwerte anzusehen. Okay. Vitalitätsregeneration, Vitalitätsregeneration 5. Also viel wie Brot, Bomben und Öle. Wolfsstunde Trank. Senkt vorübergehend die erforderliche Stufe aller Gegenstände um 2. Wow. Sonstiges kann an Händler verkauft und Handwerkszutaten zerlegt werden. Alchemistische Zubereitung, Handwerk, okay. Ich wollte hinter der Bude von dem gucken.
ich Spuren finde. So wirklich, weiß ich aber nicht. Das hier ist ja nur Krams. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Okay. Also irgendwie... Ach hier, Spuren. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Folge der Spur mit Hilfe deiner Hexersinne. Ah ja. Dort haben wir mal wieder sowas, dass wir der Spur folgen sollen. Das ist jetzt irgendwie schon häufig passiert. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Appetitlich. Tja, wo führt uns das denn nur hin? An den Strand hier? Kiste? Fischernetz, Angel. Alles nehmen. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Mal gucken, ob wir ihn trotzdem finden. Da ist sie wieder, die Spur. Da sind die Stiefel auch. Na. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Ja, das hat man jetzt. Ich würde dann gerne weiterlaufen. Da-di-dum, da-di-dum. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Ausgebohrt der Hölle mit Schlangenaugen. Meine Großmutter. Luir in Herzell. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen. Warum belappen die mich? Der Jagd war geschnappt und verhört. Hallo, Freundchen. Ich glaube, ich habe dich gefunden. Ihr endet die Spur. Aber ich erkenne ihn an den Wunden. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Nee, ich wollte mit dem reden. Da-di-dum. Oh! Aua! Ach ja. Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Napp. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Hab ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich geb dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Das hättest du wohl gerne. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Beruhig dich und komm mit. Ganz ruhig, komm jetzt. Durchgeknallter Brandstifter. Eskortiere den Brandstifter zum Schmied. Na, das machen wir doch glatt. Schluckst du die ganz runter? Komm mit, torkelnder Typ. Boah, läuft jetzt echt die ganze Zeit so langsam.
Ach du Scheiße. Der muss ganz schön Hacke sein, wie der rumstolpert, ey. Ist ja unglaublich. Und der wollte sich mit mir prügeln. Das hätte er nicht mal nüchtern geschafft, der Gute. Mein Lieber, du. Napp der Lappen. Zum Glück ist es nicht so weit. Den Spuren bin ich ja ganz ein Stück gefolgt, aber der hier ist nicht ganz so weit weg. Zum Glück. Na komm schon. Was ist denn los, Junge? Schau mich nicht so an! Er feiert und singt, Kaiser M hier trinkt, dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll und am Morgen hat er die Hose voll. Was? Möge die Sonne auf dich schauen. Wer hat dir das beigebracht? Chetty. Hör mir gut zu. Komm du schon. Du spielst das nie wieder. Nie wieder. Und du spielst auch nicht mehr mit Chetty. Er ist mein bester Freund. Chetty ist ein Dummkopf, der uns noch alle umbringt. Wenn ich dich je mit ihm erwische, wirst du es bereuen. Aber Chetty ist mein bester Freund. Oh, der arme kleine Junge. Die läuft vielleicht ein bisschen schneller. Aber was hat denn die auch an? Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Magen verrückt spielen. Warum ist es da... Der in Brüsten so ausgeschnitten. Und warum ist das nicht mehr zusammen? Oh Mann. Dieses Spiel, ey. Los, aufwachen. Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Napp? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und ihr kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Das ist natürlich ganz schön hart. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Harte Strafe. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Oh. Wow, 45 Erfahrungspunkte, doch so viel, meine Fresse. 20 Kronen. Heftig, heftig. Besser hätte es nicht sein können, nicht wahr? So, jetzt, wie kam ich denn in das Glossar? Nee, Hexertrank. Du musst ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Ja, ich... Ach so. Ausdauergeneration im Kampf. Nee, das brauche ich nicht. Wichtige Orte, bla bla. Na, bewegst dich, um die Weltkarte zu verschieben. Dein aktuelles Ziel ist mit Questwerten und Ausrufezeichen markiert. Hier ist das Ziel der aktuellen Quest. Bestie von Weißgarten, sprich. Fahrer zwischen ihnen umschalten. Hier siehst du die Minikarte-Umgebung mit Z. Kannst du die Größe der Karte ändern. Ja, okay, ich wollte jetzt eigentlich zu Quests. Aufträge, Teufel im Brunnen abgeschlossen, Nebenquests im Kampf gefallen. Ich glaube, dann mache ich die hier mal. Zack, die mal aktiviert. Und suchen wir mal seinen armen Bruder. 400 Meter, na, dann rufe ich doch mal Plötze. Plötze! Plötze? Vielleicht muss ich erst aus dem Dorf raus, oder was? Meine Großmutter hat mir vom Schmieden... Jetzt kann ich das Pferd rufen. Und übel riechend. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm, da
Wo ist denn Plötze? Aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebracht, gießt ihn mit großen... Ach, hier ist Plötze, hallo. So schnell wird der nicht wieder munter. Nicht so schnell, Plötze. Doch, schnell, Plötze. Drum, 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 drum. Das ist echt eine coole Funktion. Voll entspannt, ja. Reitet sie einfach los, ohne dass man was machen muss. Und da war der Weg nicht da. Gut, sind wir wieder drauf auf dem Pfad. Das passt. Da braucht man nämlich sich nicht drum kümmern. Da kann man einfach so und gerade hin und fertig. Oh. Oh. Ich hätte einfach dem Weg folgen sollen, aber na gut. Renn! Renn, Plötze! Vor allem laufen wir jetzt wieder den ganzen Weg. Ach, hier ist er. Später nach Bastian, wenn es sicher ist. Ja, ich hab's ja nur gecheckt. Oh, hier sind noch viele Quests, wie es aussieht. Ui, oh, ah. Wo bin ich denn hergekommen? Hier, Klagebrücke, oder? Oha! Hier sind aber viele Quests verstanden. Oha! Okay. Na gut. Raus, weg, stopp. So, hallo? Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Hast du das Schlachtfeld schon angesehen? Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden. Dann bezahle ich dich. Na gut, ich helfe dir. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Okay. Plötze, auf geht's. Aufsitzen. Ach, hübsch, von hinten direkt. Drauf gehüpft. Überholen wir ihn einfach mal. Zack. Und da reiht sie einfach geradeaus, die Plötze. Ich fasse es nicht. Heya! War wohl zu eng hier die Kurve oder was? Plötze. La 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 la, trap tara la la tara. So viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Quen. Jetzt muss der Typ erst noch hierher kommen, oder? Und es wird dunkel, natürlich gehen wir auf ein Schlachtfeld mit Leichenfressern. Wenn es dunkel wird. Wann sonst? Sonst macht's ja keinen Spaß. Rostiges nilfgaardisches Schwert. So rostigen Schwerter einsammeln. Zwei Ohrens. Was ist denn da Rotes bei meinem Pferd? Plötze, was ist da Rotes bei dir? Nix. Okay.
Komm schon. Komm schon, komm näher. Muss ich wahrscheinlich doch ein bisschen sachte rangehen an die ganze Sache. Sachte, sachte. Monsterknochen. Hohlblut, Giftextrakt. Noch rostiges Schwert wieder mal. Hier habe ich noch was. Das tote Pferd hat auch was dabei. Rohes Fleisch, ah ja, schön, das ist gut, da kann ich mir vielleicht was zu essen draus machen. Gut, wie dem auch sei, ist diese Folge schon wieder vorbei. Ich habe doch gerade angefangen, wir haben jetzt schon 4 Folgen und ich habe das Gefühl, ich spiele gerade erst 5 Minuten. Ist der Wahnsinn, wie bei dem Spiel die Zeit verrast, einfach mal. Also bis jetzt macht es echt richtig viel Spaß, die Welt ist super geil gestaltet und auch die, ich finde die Gestik, die Mimik von den Charakteren und so ist cool und alles und boah. Hammer bis jetzt. Kein Wunder, dass das von allen so angepriesen wurde, das Spiel. Macht richtig Spaß. Schön, dass ihr reingeschaut habt und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.